Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Elex 2. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen verbessert, was das Bogenschießen angeht und unser Jetpack ein marginal noch etwas verbessert. Und nun machen wir uns drauf. Hallo? Oh, da ist da gerade ein Junge lang gerannt. Ja, guck mal. Da ist wieder Bobby. Moin, Bobby. Nö, gerade keine Lust zu reden. Gut, Bobby, dann halt nicht. Ist bei ihm hier denn noch was abgegangen? Waren wir überhaupt schon mal drin? Doch, hier haben wir doch nachts geklaut, ne? Ja, ja, hier waren wir drin. Des Nächtens. Ist hier denn tagsüber jemand drin, mit dem man labern kann? Nö. Also Bobby ist richtig entspannt. Okay, what the fuck passiert hier? Brambart, moin! Mensch, kennst du noch die Zeiten, wie es früher hier ausgesehen hat? Ja, die Wüste hatte die Stadt ziemlich im Griff. Es macht mich richtig stolz, wenn ich sehe, was wir Berserker hier geschaffen haben. Aber entschuldige, dass ich dich so einfach vollquatsche. Ich bin Brambart, sehr erfreut. Aha. Sag mal, hast du zufällig etwas Neues über die Grenzgebiete in Karakis gehört? Die Morkons haben eines der Weltenherzen dort angegriffen. Ich habe dort gelebt, bis sie meine Hütte zerstört haben. Nehmen wir mal das mit dem Weltenherz hier, ne? Die Morkons haben eines der Weltenherzen dort angegriffen. Tatsächlich? Oh Mann, das ist ja krass. Warum interessiert dich das? Wir reiben uns viel zu sehr im Inland von Tavar und den Küstengebieten auf. Die wahre Gefahr kommt aber eigentlich von außen, ist meine Meinung. Wir sind viel zu unterrepräsentiert in Karakis. Das wird uns noch zum Verhängnis. Warlord Tialk braucht deine Unterstützung bei seinem Weltenherz in Karakis. Ah, siehst du, da können wir die Ablöse organisieren, erinnert euch noch. Also, ich habe da so einen Kollegen, der würde gerne was anderes machen und es wäre cool, wenn du ihn ablösen könntest. Ohne Spaß, da wären wir alle, glaube ich, ganz zufrieden. Warlord Tialk braucht deine Unterstützung bei seinem Weltenherz in Karakis. Ach ja, das kommt jetzt vielleicht im Moment etwas ungelegen. Ich habe gerade eine Menge zu tun. Hast du nicht gesagt, man müsste sich mehr um Karakis kümmern? Ja schon, aber... Ach, weißt du was, ich schulde Tialk eh noch einen Gefallen. Also werde ich den Kram, der hier auf mich wartet, erst einmal liegen lassen und meinen Freund unterstützen. Das hört sich gut an. Ja, aber dann muss ich sofort losgehen, bevor mich noch jemand abfängt und mir eine weitere Aufgabe zuteilt. Ja, dann nix wie los, ne? Wenn du vor mir bei Tialks Weltenherz sein, dann sag ihm, dass ich unterwegs bin. Bis bald. Bis bald. Eine gute Reise wünsche ich dir. Nicht schlecht, ja? Kaya ist wieder zufrieden mit uns. Okay, hier wird rumgetragen. Waren wir hier schon drin und haben mit den Leuten geschnackt? Ich glaube, wir waren nur oben. Wir haben mit den Leuten noch nicht geredet, ne? Berserker, Berserker. Und dann haben wir nämlich hier den Koch. Wenn du deine tägliche Ration umsonst haben willst, melde dich draußen bei Skinny, sofern er da ist. Oder kann ich dir irgendwie anders weiterhelfen? Weiß ich noch nicht. Was hast du denn? Gib mir was zu essen? Nee, Ende. Hau rein. Sonst noch jemand von Belang hier? Berserker, Berserker. Bist du dir sicher? Er wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Ich nehme das gar nicht. Wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Kaputt. Ja, kaputt wird er auch. Gut, hier ist nichts. Da waren wir schon drinne. Olaf, moin. Irgendwann werde ich die Kampfmagie lernen. Wenn du das sagst, Olaf, dann wird das so sein. Skinny, Bruder. Ach so. Ich kann mir nicht gerade meine Ration abholen, weil wir sind inzwischen jetzt Geschäftspartner. Dann gibt es keine Gratis-Rationen mehr. Wenn ich jetzt hier hochlaufe, wo lande ich dann? Da ist er wieder. Sind die 2 Tage schon rum? Ich muss mal checken. Moin, Hank. Und, was da? Hast du was zum Tauschen da? Du bist zu früh dran. Komm später wieder. Okay, sind noch keine 2 Tage rum. Gut, dann suchen wir uns jetzt einfach mal ein Bett. Pennen mal bis Mitternacht. Dann suchen wir Skinny wieder. Der wird irgendwo rumeiern. Vielleicht werde ich ihn finden. Ja, mal kurz quicksafen. Upala. Oh, ich bin ausgewichen. Interessant. Eigentlich wollte ich in Deckung gehen. Was war das denn jetzt wieder für ein Knopf? Y? Nein. X? Nein. C? C. Schachtel Zigaretten, goldener Teller, nice. Man muss auch mal einfach direkt tagsüber klauen. Merkt doch eh keiner. Dunkles Elex. Noch ein Teller. Alter Geschichtsband.
Die Entstehung. Was, das hatten wir aber schon. Komm her. So, und war da gerade nicht noch was zum Stehen? Egal, wir legen uns jetzt mal ins Bett. Bis zur Mitternacht und dann suchen wir den guten Skinny. Irgendwo würde er ja sein. Ja? Das war noch nicht alles. Hä? Was will er? Also, das war noch nicht alles. Ja, ist gut. Ich fühle auch noch, dass das noch nicht alles war. Moin, da ist Skinny wieder. Komm, wir rennen ihm hinterher. Dann wissen wir auch, wo er hingeht. So einfach kann es sein. Einfach ihm direkt hinterher rennen. Der gute Skinny. Ach, das war hier hinten gleich, ne? Da stand der irgendwo rum. Den hätte ich hier nie wieder gefunden. Zum Glück ist er uns über den Weg gelaufen. Oder erstmal eine Fluppe anmachen, ne? Eine kleine Zigarette. Zigarette. So, ich bin jetzt dabei. Hörst du? Ich bin dabei. Ich werde für euch arbeiten. Okay, pass auf. Ich kann dir natürlich nicht direkt unser Versteck zeigen oder dich den anderen vorstellen. Wir brauchen erstmal, sagen wir, eine Art Vertrauensbeweis. Mhm. Was meinst du damit? Ich will, dass du dir die Finger schmutzig machst. Du verstehst schon. Ein Vertrauensbeweis eben. Damit wir wissen, dass du bereit bist, dein Risiko einzugehen. Und natürlich, um deine Fähigkeiten als Dieb zu testen. Okay. Kein Problem. Was soll ich denn vor euch klauen? Kein Problem. Was soll ich stehlen? Ich will, dass du einen Ring klaust. Nur einen Ring? Es ist natürlich nicht irgendein Ring. Es ist ein wertvolles Erbstück eines reichen Händlers, der im oberen Viertel wohnt. Okay, und wie komme ich daran? Wie komme ich daran? Das ist leicht. Aufgrund meiner Arbeit als Koch habe ich freien Zugang ins obere Viertel. Ich muss von dort die Zutaten für meine Küche holen. Ich weiß, dass ein Händler dort einen geheimen Hintereingang in sein Haus hat. Ein Fluchtweg sozusagen. Dieser Weg raus ist deine Eintrittskarte hinein. An der Außenfassade wirst du eine Vorrichtung finden, die dir den Weg öffnet. Der Job ist kinderleicht. Öffne den Geheimgang, schleich dich nachts ins Haus des Händlers und klaue ihm den Siegelring. Alles klar? Dann komm wieder zu mir, wenn du das erledigt hast. Ach, fast hätte ich es vergessen. Die Vorrichtung benötigt einen Schlüssel. Dein Glück, dass ich den Schlüssel des Händlers bereits kopiert habe. Praktisch. Nicht wahr? So, jetzt mache ich mich aber auf. Wir sehen uns, wenn der Job erledigt ist. Diebestür für Skinny, das muss ja dann gleich hier oben irgendwo sein. Deswegen hat er sich wahrscheinlich auch dahingestellt, ne? Damit man schön direkt nah dran ist. Dann mal los. Gehen wir mal auf Diebestour. So kommen wir jetzt ja doch schon etwas frühzeitig ins obere Viertel hinein. Ist das die Tür? Ja, komm mal hier. Versteckte Vorrichtung. Skinnys Schlüssel scheint zu passen. Der Zugang ist offen. Okay. Und einmal quicksafen, wir wissen ja nie, was hier passiert. Jetzt sind wir drin. So, erstmal schauen, was wir hier alles klauen können. Wir wollen natürlich alles klauen, was geht. Nicht nur das, was Skinny sich wünscht, weil wir müssen ja auch ein bisschen an uns selber denken. Jeder ist sich selbst der seines eigenen Glückes, Diebesglück, Schmied oder so. I don't know. Okidoki. Ist er denn schon am Schlafen, der Junge, oder ist er noch wach? Erstmal ein bisschen Chili mitnehmen, den Pokal. Kann ich den Teller nicht mitnehmen? Der sieht so golden und wertvoll aus. Okay. Mittlerer Heiltrank. Den braucht ihr doch gar nicht mehr. Rüstungshändler. Karl. Siegelring. Erledigt. Ich sollte Skinny den Ring bringen. Leitfaden zum Schürfen oder eine neue Stufe. Da ist noch ein weiterer Pokal. Bevor wir natürlich jetzt straight zu Skinny rennen, erstmal gucken, was wir noch klauen können. Mana. Wasser. Was mit den Bieren da? Die kann ich nicht mitnehmen. Lecker Bierchen geht nicht. Kein lecker Bierchen für uns noch. Keine dieser wunderbaren Waffen, die hier rumhängen. Die sind leider nur Dekoration. Okay, what the fuck.
So, Tresor haben wir da auch noch. Und los geht das Hacken. Ich bin nicht gut genug. Oh. Okay, wir müssen unbedingt noch hacken lernen. Wir sind noch nicht gut genug. Das kann man so oder so sehen, je nachdem, wie man das will, ne? Also ich sehe das ja eher so, der andere sieht das halt so, ne? Muss mal gucken. Wenn wir jetzt clever sind und alle Spuren verteilen, machen wir natürlich... Besser, ich mach die wieder zu. Genau. Mach die Tür wieder zu. Hab ich von ganz alleine dran gedacht. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. So, Skinny! Wo bist du? Bin ich jetzt hingerannt? Wieder nach Hause? An seinen... Auf seinen Posten oder was? Also er ist auf jeden Fall weggegangen. Gehen wir mal gucken, wo er jetzt rumsteht. Der Junge. Ja, doch ein bisschen länger ist es schon geworden. Es ist nicht viel, aber immerhin schon etwas. Oh, erstmal wieder eine Quarzen, der Junge hier, ne? Schön seine Zigarette. So, ich habe hier diesen Ring für dich ausgeborgt, ne? Ich habe den Ring für dich gestohlen. Den hast du nicht für mich besorgt. Dieser Ring ist deine Eintrittskarte in unsere Welt. Behalte ihn. Vorerst. Hast du den Geheimgang wieder geschlossen? Wäre schließlich dumm, wenn jemand merkt, dass du ihn benutzt hast. Nice. Hältst du mich für einen Amateur? Das gefällt mir. Du wirst ein gutes Mitglied unserer kleinen Gemeinschaft abgeben. So, und jetzt komm mal mit. Ich möchte dir jemanden vorstellen. Wo gehen wir hin? Okay. Keine Fragen. Folgt mir einfach. Keine Fragen, einfach nur hinterherrennen. Ich zeige dir nur den Eingang. Durchgehen musst du alleine. Na dann, Manteo. Nun ist es endlich soweit, wir werden wieder eine Kralle. Wir arbeiten autonom. Das heißt, niemand weiß, dass ich dich getestet habe. Aber das letzte Wort hat sie, wenn sie dich für vertrauenswürdig hält. Gehörst du zu uns. Und wer ist sie? Hab ich nicht gesagt, keine Fragen? Du wirst sie gleich kennenlernen. Geduld. Okay, ich bleibe entspannt. Also hier bei der Kuppel irgendwie linker Hand rum. Wir sind fast da. Ah, erstmal wieder eine Falltür. Hier ist euer Versteck? Natürlich nicht. Schau mal auf den Boden. Durch die Falltür musst du durch. Warte kurz, ich entriegle sie für dich. Erledigt. Vergiss nicht, den Tunnel wieder zu schließen, wenn du gehst. Ich geh dann mal. Warte mal, kommst du nicht mit? Nein, da musst du jetzt alleine durch. Viel Glück. Danke dir, ich krieg das schon irgendwie hin. Ich glaube, so schlimm kann das ja nicht werden. Dann, ja, auf geht's. So, offen. Ich war noch nicht fertig. Also ich... Ich hasse diese Dinger. Sie verschandeln die ganze schöne Natur, die wir hier aufgebaut haben. Die Falluke. Irgendwann sollten wir uns mal die Mühe machen und diese Türme einreißen. Ach, Türme, alles klar. Ich muss mich nochmal wiederholen, weil es mir einfach jetzt auch an dieser Stelle wieder negativ auffällt. Es gibt einfach diesmal keine Animationen mehr. Ne? Also, so offen. Er will diese Falltür öffnen. Jetzt überlegen wir mal, wie das gewesen wäre bei Gothic 1, Gothic 2. Da hätte sich halt wirklich dein Heldencharakter niedergekniet, blöd, in einer ganz beschissenen Animation. Aber er hätte es getan und hätte diese Falltür aufgemacht, die sich dann auch bewegt hätte und aufgegangen wäre. Das war Gothic 1, 2. Ja, da war das schon so. Da war all diese Sachen, die Interaktionen des Helden, die waren animiert. Und hier kommt einfach eine Schwarzblende, wenn Skinny irgendwas macht. Und er sagt einfach nur, ja, man kommt ein Soundeffekt, aber man sieht nichts. Und dann macht das Flup und dann ist sie auf einmal offen. Keine Animation, kein gar nichts. Das finde ich echt ein bisschen schade. Also besser, ich mache das wieder zu. Nein, Mann. Guck auch da jetzt. Da wird nichts animiert oder so. Es passiert einfach. Das ist wie so einfach nur Screenshot umschalten. So. Offen. Offen. Warum geht er nicht nach unten und kickt die so auf oder sowas? Nee, es passiert einfach. Es ist natürlich klar, es ist jetzt nicht Game-Breaking oder sowas. Aber wenn ich halt überlege, dass man das in Gothic 1 und 2, also den ersten Werken von Piranha Bytes, gemacht hat, verstehe ich nicht, warum man das jetzt hier gar nicht mehr tut. Denk doch auch mal noch an Risen. Wenn ich einen Schatz ausgebuddelt habe und so weiter, dann kam auch eine Animation da. Sie war zwar nicht toll, ja, aber es gab sie. Da ist der Held, hat sich nach unten gebeugt, hat da mit seiner Schippe rumgeschippt und dann ganz unrealistisch eine viel zu große Kiste aus dem immer noch nicht geschippten Boden rausgezogen. Aber es gab eine Animation.
Hier gibt es einfach nur noch Schwarzblenden oder gar nicht. Nicht mal eine Schwarzblende. Das finde ich erschreckend wenig, also im Vergleich. Ist jetzt nicht super schlimm, aber es fällt mir auf, ne? So, ich rede jetzt erst im Untergrund mit Jasma. Hi, Jasma. Ich bin Jasma. Aber bevor du irgendetwas sagst, muss ich dir etwas sagen. Ich will nicht wissen, wer du bist. Ich will nicht wissen, wie du heißt. Ich habe nicht mal Interesse daran, wo du herkommst. Wenn du dich daran hältst, kommen wir gut miteinander aus. Jo. Aber sind wir uns nicht schon mal begegnet? Keine Ahnung. Und es ist mir auch egal. Die Krallen haben die Angewohnheit zu verschwinden und nie wiederzukommen. Sie schließen sich anderen Zellen an oder sterben im Einsatz. Ich habe einmal zu oft jemanden verloren, der mir wichtig war. Daher halte ich nicht viel davon, Bekannte oder Freunde in unserem Netzwerk zu haben. Du scheinst nicht überrascht zu sein, dass ich hier bin. Dein Erscheinen bedeutet, jemand aus unserem Netzwerk verbirgt sich für dich und hat dir unser Versteck gezeigt. Du bist nicht ohne Grund hier. Du hast dich bewiesen. Wie geht es jetzt weiter? Ich nehme an, man hat dir aufgetragen, einen Gegenstand zu stehlen. Gib ihn mir. Ring, Skinny hat gesagt, der Ring ist für mich. Nee, ich gebe dir den, komm. Gut. Ich verwahre ihn für dich. Wir wollen ja nicht, dass ihn jemand findet und dich deswegen einsperrt. Kommen wir zum eigentlichen Grund deines Besuches. Warum bist du hier? Ich soll im Auftrag der Berserker herausfinden, wer hinter der Propaganda im Fort steckt. Ich möchte mich euch anschließen. Ich will mir etwas dazu verdienen. Skinny hat mich überredet. Nee, ich möchte mich anschließen. Definitiv wieder. Ich möchte mich euch anschließen. Das mag sein, ist aber nicht der wahre Grund. Sag mir die Wahrheit. Ach, du willst den wahren Grund wissen? Ich soll das hier soll ich machen. Ich soll im Auftrag der Berserker herausfinden, wer hinter der Propaganda im Fort steckt. Es erfordert viel Mut, in die Höhle des Monsters zu schleichen und ihm zu sagen, dass man hier ist, um es zu töten. Ich respektiere das. Ihr wusstet Bescheid? Von Anfang an. Wir sind die Krallen. Wir wissen alles, sehen alles und hören alles. Du solltest uns niemals unterschätzen. Wenn ihr alles wusstet, wieso habt ihr mich zu euch geführt? Ich habe das veranlasst und Skinny geschickt, um dich zu testen. Wir hoffen, dich für unsere Sache gewinnen zu können. Als Vertrauensbeweis werde ich dich wieder ziehen lassen. Lebendig. Nice. Einfach so? Einfach so? Nicht ganz. Ich will, dass du das hier nimmst. Propagandazettel? Was soll ich damit? Sie sollen als Beweis dienen, dass du uns gefunden hast. Wir haben vor dem Fort eine alte Ruine so hergerichtet, dass sie den Eindruck erweckt, wir hätten uns dort aufgehalten. Bring Wolf diese Zettel und sag ihm, du hast unser Lager gefunden. Schicke ihn dann zu der von uns präparierten Ruine. Wenn du das tust, brauchen wir uns vorerst keine Sorgen mehr zu machen. Dann werde ich dir alle deine Fragen beantworten. Gut. Okay. Ja, sehr gut. Jasma, ich glaube, wir kennen uns, ne? War Jasma nicht auch damals bei Elex 1 auch schon bei den Krallen und hatte da mal ein bisschen mit uns geschnackt? Regel deine Sachen mit Jasma. Solange sie dir nicht vertraut, vertraue ich dir auch nicht. Okay, weiß ich Bescheid. Ne? Dann gehen wir raus und sagen mal Wolf Bescheid. Natürlich erst am nächsten Morgen, damit das nicht so auffällt. Ne? Soll ja keiner ahnen, dass wir hier irgendwas mit zu tun haben. Ne? Das wollen wir ja nicht. Und aufwärts geht's. So, natürlich ganz wichtig, die Luke wieder schließen. Während Kai... Nein, Mann! Gottes Willen. Steig einfach Kai mal ins Gesicht rein. Richtig gute Idee. Möchte bitte die Luke schließen. Ja, nein. Die Luke bitte. So, jetzt. Besser, ich mach das wieder zu. Genau, nicht, dass wir entdeckt werden. Ist auch mega unauffällig. Hier hat sich noch niemand in diesem Ort hier gefragt, was das für eine Luke ist und warum die da ist. Aber sie ist ja geschlossen. Und wie sollte man so eine Holzluke denn einfach so öffnen? Das geht doch gar nicht. Ne? Das ist hochsicher, ist das. Ja, Hahn, ist gut. Ist ja gut, Hahn, wir wissen Bescheid. Ja, Eduna, ne? Meine Lieben, der Hahn ist am Krähen, ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen hier im kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns bei den Däumlein da. Kommentare und Feedback sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.